Hallo und herzlich willkommen zurück bei In Verbis Virtus. Wie versprochen, starten wir hier, wo wir letztes Mal aufgehört haben oder gestorben sind. Und wir sind durch. Wir sind durch. Wir haben es geschafft. Boah, bitte jetzt einen Speicherpunkt, ein bisschen Leben wäre nicht schlecht. War nur so ein kleiner Sneak Peek in den Raum rein. Boah, das ist ein Speicherpunkt. Boah, sehr gut. Ich dachte schon. Oh, nee. Als allererstes mal Jäger Mide. Und dann speichern wir. So. Ah, nee. Ich wollte jetzt auch schon Zauber sagen, aber das brauche ich ja hier gar nicht. Ist ja nur speichern. Leck mich fett. Wie man vielleicht auch unschwer sieht, bin ich auf Tastatur- und Maussteuerung umgestiegen, weil jetzt wird es echt einfach viel zu hektisch, um hier noch was mit dem Controller reißen zu können. Das sieht auch geil aus, ne? So, dann schauen wir uns mal weiter um. Was uns jetzt hier noch erwartet. Ektolume. Tial, Uda. Ecto Lume. Ah! Und ich glaube, hier kommen wir jetzt wieder ins Labyrinth rein, wenn ich mich nicht irre. Das ist der Weg, den wir letzte Mal gefunden haben. Also letzte Mal vor ewig, ewig vielen Folgen. Genau, da kriegen wir direkt mal Aua. Supi, dann. Ist das also der Weg hier? So. Lava! Ja, kein Problem. Du, Lava ist eine schöne Sache. Mag ich persönlich auch relativ gerne. Ab und zu ein bisschen warm. Aber sonst... Tial, Uda. Hat uns jetzt was gebracht? Nix. Na guck mal, da soll man Y drücken. okay. Nur mal so aus Interesse. Das klappt. Tial, Uda. Das dachte ich mir. Tial, Uda. Hätte ich nur machen sollen, als ich draufstehe. Tial, Uda. Tial, Uda. Ach, du blödes... Hättest du mir auch mal da oben hinschießen können. Tial, Uda. Ja, wofür bist du? Was soll das? Wofür sind die Dinger? Tial, Uda. Tial, Uda. Ach, hier sind noch direkt mehrere von den Viechern. Nope, nope, nope. Ektolume. Also klar. Ektolume. Von hier werde ich das wahrscheinlich nicht schaffen können. Das heißt, ich muss da oben hin. Oh, voll in die Lava rein, aber macht nichts. Wir haben voll den Powerkörper. Wir sind jetzt solche Magier, solche Bitch Badass Ektolume. Falsch. Okay. Wenn ich hinguckt oder was? Tial Uda. Tial Uda. Irgendjemand hat in die Kommentare geschrieben, Tial Uda. Tial Uda. Dass ich die Zaubersprüche so krass ausspreche. Das Problem ist, ich muss das machen, weil er die sonst gar nicht erkennt.
Lass mich bloß in Ruhe. Ectolume. Ey, schleuder mich jetzt nicht weg. Schleuder mich jetzt nicht weg. Hinfort mit dir, du böser Pube. Ectolume. Nee, jetzt mach ich's doch wieder aus, oder? Nein! Ectolume. Hallo? Ectolume. Auf dem Controller hätte ich jetzt eine Möglichkeit, mich nochmal umzugucken. Hier wurde mir das jetzt nicht beigebracht. Moment, da muss ich mal ganz kurz, das tut mir leid, ich muss mal, nein, nicht hier rein, ich muss in die Bedienung gucken. Und dann umsehen, mittlere Maustaste. Okay, da hätte ich drauf kommen können. Oh, ist ja auch schon ein schöner Ort hier oben. Schade, wäre ich fast da oben gewesen. Wäre jetzt lustig geworden, haha. Muss ich die wirklich gleichzeitig dann aktiviert haben? Oh oh. Tial, Uda. Tial, Uda. Das Tagebuch wurde aktualisiert? Was? Was? Schauen wir mal rein. In der Lavahöhle. Ich komme in dieser Höhle nicht voran, solange ich nicht die Macht habe, Objekte zu beherrschen. Ist das jetzt ein blöder Hinweis für mich, weil ich mich so doof anstelle, oder was? Tial, Uda. Hä? Warte mal, ich komme in dieser Höhle nicht weiter. Aber es klappt doch. Ich stelle mich doch... Tial, Uda. Tial, Uda. Tial, Uda. Das wird nicht klappen, ne? Ich hätte jetzt vermutet, dass wir... Achso. Hier sind wir. Tial, Uda. Speicher jetzt nochmal. So. Bester Safe Point ever. Jäger Mide. Aber dann ist wenigstens die Tür offen. Die Frage ist, kommen wir jetzt wirklich hier nicht weiter? Oder war das nur so gesagt? Tial, Uda. Tial, Uda. Wo ist denn der andere? Da, Tial, Uda. Tial, Uda. Da geht's auch nochmal lang. Tial, Uda. Tial, Uda. Frage mich, ob die Lichter nur böse sind, wenn ich mich bewege. Ectolume. Sehr schön.
habe mich erfolgreich. Schade. Eigentlich auch auf einer anderen Art und Weise. Hätte jetzt gefeiert, wenn er mich direkt... Nein. In solch eine Höhle hier katapultiert. Nein! Aber es war irgendwie klar, dass sie es nicht machen würden. Ah, genau in die falsche Richtung. Freunde, so lange überlebt man in Lava. Jetzt wissen wir es. Interessant. Gut, jetzt stehe ich schon wieder auf dem Schlauch. Das ist ja schlecht. Das ist schlecht. Ektolume. Ah, die Gegner werden anscheinend nicht mitgespeichert. Auch schön. Binz, 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 binz. Ektolume. Ektolume. Nee, blöd, Mann. Ektolume. Okay. Ektone, Tialuda. Tialuda. Keine Ahnung, warum ich die aktiviere. Aber für irgendwas müssen ja... Tialuda. Tialuda. Für irgendwas müssen ja da sein. Tialuda. Tialuda. Ektolume. Ah, ist das ein Drecks... Schönes Spiel. Tialuda. Tialuda. Ektolume. Boah, lass mich bloß in Ruhe. Wenn ich weggucke, sobald ich weggucke, muss sie anstarren. Tialuda. Nee. Ektolume. Ah. Nein! Okay, ich habe aber gesehen, jetzt habe ich da unten eine Platte bekommen. Eine... Oh, Lava, 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 Lava. Eine... Fuck. Eine Platte. Ektolume. Cool, eine, ich habe eine Platte. Ist die jetzt schon wieder verschwunden? Tialuda. Ich hatte die Hoffnung, dass man jetzt damit irgendwie hochfahren könnte. Ich hab's aber verkackt. Tialuda. 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 Ektolume. Ich hab aber die Macht, Objekte zu beherrschen. Tialuda. Ektolume. Oh, ja, ich gehe doch nicht wieder zurück ins Labyrinth, Freunde. Ah, Mann. Spiel. Mimimi. Es tut mir so leid, dass wir jetzt überhaupt nicht so richtig weiterkommen, aber es wird halt echt hart, möchte ich behaupten. Ihr könnt mir gerne Vorschläge machen, wie ich denn jetzt vorankommen soll hier bei Inverbis Virtus in den Kommentaren. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal eine Aufnahmepause machen und mir ein paar Zaubersprüche lernen lassen. Schönen Abend noch. Tag oder Mittag, wann auch immer. Tschüss.